Okay. Ich lauf hier. Ja, ich lauf mal hier hoch. Ah, okay, das ist schon rot. Dann lauf ich mal von oben. Nee, hier. Und schön nach blauen Federn ausschalten. Ja. Oh. So. Ich mache jetzt mal Kontrollpunkt. Dann müssten wir eigentlich theoretisch hier irgendwo in der Nähe spawnen. Noch 3 Sekunden. Okay. Nein, nein. Vielleicht sollte ich doch in der Base zurückspawnen. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Ja. Noch 1 Minute. So, wir sind wieder in der Base. Oh ne, ich habe doch Kontrollpunkt gemacht. Ja. Teamwiederbelebung. Zack. Vorbei? Oh, ist es vorbei? Ja. Wer hat jetzt gewonnen? Vielleicht erfahren wir das erst 20 Sekunden. Also war ein guter Match, ne? Also wir waren jetzt nicht so schlecht. Auf jeden Fall waren wir nicht gut, das steht schon mal fest, aber so ganz schlecht waren wir jetzt auch nicht. So. Ja, jetzt könnt ihr mich töten, wenn ihr wollt. Wer hat jetzt gewonnen? Wo ist die Tabelle? Kommt die Tabelle noch? Aussieht nicht. Vielleicht haben wir es außerdem geschlossen. Ja. So, ich müsste mal so langsam die Aufnahme beenden, aber ich mache, glaube ich, noch die Schicksalsreise zu Ende. Also, wir waren auf Rang 5, glaube ich, ne? In unserem Team. Ich glaube, der Gesamtrang war 11. Also von 10 Leuten war ich auf Platz 5. Das war ja nicht mal so schlecht, obwohl es waren auch ein paar Level 56er dabei. Vielleicht war es deren erstes Mal oder so. Kann ja auch sein. Als wir das erste Mal hier bei der Goldenen Wüste hier angefangen haben, da waren wir Vorletzte. Ne? Also
Also da waren wir auch nicht so gut, also ja. Aber diesmal haben wir uns besser geschlagen. Kann man die Ergebnisse nachträglich hier irgendwo sehen? Okay, eine halbe Stunde geht wieder Cardia Park los. Ich glaube, ich mache noch die Schicksalsreise, mache eine Aufnahmepause und dann mache ich wieder eine neue Aufnahme hier, wenn das hier losgeht. Gut. Du näherst dich vorsichtig dem Gebüsch. Plötzlich bringen dich zwei Jungs an. Ah, okay, das kennen wir alles schon. Ich habe nicht gefurzt. Okay, du siehst die beiden skeptisch an und entschließt dich dann, sie zu begleiten. Was auch immer passiert, es kann nur spaßig werden. Die legendäre heilige Lade. Hört sich toll an. Suche Jock. Louis und Erik wollen Jock treffen. Sie laden dich ein, dich ihnen anzuschließen. Als sie am Treffpunkt ankommen, siehst du Jock, der sich mit einem alten Mann unterhält. Wer könnte es sein? Jock, schau mal, wen wir mitgebracht haben. Es ist Jake D. Jake D, hervorragend. Lasst mich euch sein Tula vorstellen. Dem Schlossherrn. Ja, willkommen in meinem bescheidenen Anwesen. Ich bin sein Tula, der Schlossherr und Besitzer der heiligen Lade. Ich hatte gerade eine nette kleine Unterhaltung mit Jock hier. Ich habe vergessen, den Spielsound wieder hochzustellen. Ich habe sie ja während der Schlacht runtergestellt. So müsste wieder passen. Jedenfalls, ich wäre bereit, euch die heilige Lade zu überlassen. Genauso wie... Egal, es ist nur... Nur was? Braucht ihr Geld? Oder... Geld? Was soll ich denn mit solch unedlem Metall? Ich will euch nicht erschrecken. Es ist nur... Mein Schloss ist angefüllt mit Schätzen aus Gold und Silber. Geld interessiert mich nicht. Es reicht mit diesen ominösen Andeutungen. Louis und Erik, kommt mit. Jake, die warte auf uns am Luftschiff. Du schaust ihn hinterher und gehst langsam zurück zum Luftschiff. Das ist sowas von unfair. Warum muss ich warten, während alle anderen zum Schloss gehen dürfen? Jock möchte, dass du am Luftschiff auf sie wartest. Warte am Luftschiff. Der Jock ist echt ein interessanter Name. Oh. Es kommt dir wie eine Ewigkeit vor, bis Jock und die anderen endlich in Sicht kommen. Louis und Erik scheinen eine schwere Truhe zu schleppen. Erik, trägst du deine Seite überhaupt? Meine Seite wird schwerer und schwerer. Ich dachte, meine Seite wird schwerer und schwerer. Streng dich auch mal an. Wie auch immer, ich würde gerne wissen, was da drin ist. Warum ist sie so verdammt schwer? Wollt ihr es wissen? Warum öffnet ihr sie nicht einfach und findet es heraus? Na los, öffnet sie. Echt? Ich bin schrecklich gespannt, was drin ist. Wenn das so ist, hast du also nichts dagegen, wenn ich sie öffne? Nein! Schreien beide. In seinem Eifer greift Louis den Deckel und reißt ihn nach oben. Die Truhe öffnet sich. Hahaha. Brich das Siegel, Richter der Welt. Nutze meinen Körper als dein göttliches Gefäß. Muhahaha. Grenzenlose Macht. Eine gewaltige, düstere Präsenz umhüllt seinen Tula und verschwindet. Zurück lässt sie einen Haufen entgeisterter Zuschauer. Eine Falle also. Was war das? Du eilst zu Jock und fragst ihn, was zum Teufel ihr da gerade gesehen habt. Das ist alles deine Schuld, Trottel. Was machen wir jetzt? Das Ding ist entsetzlich. Wo hätte ich das wissen sollen? Mama hat uns halt beigebracht, dass Truhen zum Öffnen da sind.
Seid still, ich kümmere mich darum. Ihr nehmt das Luftschiff und seht zu, dass ihr so weit wie möglich von hier wegkommt. Was redest du da, Jock? Wir kümmern uns gemeinsam darum. Alle für einen und einer für alle, weißt du noch? Luis war es, aber ich habe hier das Sagen. Es liegt in meiner Verantwortung. Nun geht. Schweren Herzens, sie seht Erik und du, Jock, davongehen. Plötzlich fällt Erik etwas ein. Ich hab's. JD, du folgst Jock. Luis und ich kommen mit dem Luftschiff nach. Warte, bis du Jock und das Monster eingeholt hast und sende uns dann deine Koordinaten mit Hilfe des Minifunkgeräts. Dann kommen wir dazu und befördern dieses Ding mit der Ultima-Kanone ins Jenseits. So lautet der Plan. Auf geht's! Verdammt, warum musst du denn alles so überstürzen, Luis? Ja. Klingt nicht so ganz ungefährlich. Und der sieht aus wie Nephilus. Erik springt ins Luftschiff und du folgst Jock, wobei du darauf Acht gibst, nicht gesehen zu werden. Endlich holt Jock sein Tulas Urteil ein. Hey, du stinkendes Biest. Wo willst du hin? Das törichte Insekt muss sterben. Niemand entkommt meinem Urteil. Es läuft nicht gut. Sendest Erik deine Koordinaten. Nicht lange und das Luftschiff erscheint über der Bastille. Die Ultimate-Kanone feuert und vernichtet sein Tulas Urteil. Jock, ist alles in Ordnung? Jock, geht es dir gut? Bitte lass es ihm gut gehen. Hust. Erik, die Gesellschaft wird jetzt wohl ohne mich auskommen. Luis, versuch keine Dummheiten zu machen. Nein, Jock. Jock, mach dir keine Sorgen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich schwöre es. Schluchz. Jock, ich werde dich auch nicht enttäuschen. Schluchz. Komm, Luis, bringen wir ihn nach Hause zurück. Schluchz. Während das Luftschiff nur noch als kleiner Punkt am Horizont zu erkennen ist, bist du in Gedanken bei Jock. Trotzdem weißt du, dass die Gesellschaft unter Eriks Führung irgendwann noch erfolgreicher sein wird. Boah, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Da ist Jock wohl... Ja, ins nächste Leben gezogen. Jock wird niemals vergessen werden. Alles nur wegen dieser eine Falle. Also, das ist doch echt. Irgendwie ist das Ende ziemlich unbefriedigend, finde ich. Der Böse ist davongekommen und ein guter Kamerad ist draufgegangen. Ja. Vielleicht geht es ja in einer anderen Schicksalsreise weiter. Amnesia-Hafen? Was genau ist das hier? Okay, erst ab Level 60 betretbar. Ja, ich laufe mal hier zurück zu den Metropolruinen. Also nicht, ich laufe jetzt nicht da rein, sondern nur ungefähr hier. Dann mache ich mal hier eine kleine Aufnahmepause. In der nächsten Aufnahme geht es dann mit den Schicksalsreisen weiter und vielleicht können wir auch Arcadia Park machen, wenn ich das nicht vergesse. Also die Aufnahme wird vielleicht heute noch stattfinden, also, ne?
Vielleicht nicht heute, wo die Folge rauskommt, aber heute am 16. Juni. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich brauche jetzt eine kleine Pause. Und dann sehen wir unten ja, in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, tschüss, bis bald.